Frauen haben vor 50 Jahren noch keine politischen Rechte in unserem Land gehabt. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Aber das Abstimmungsresultat vom 7. Februar 1971, das zeigt uns ganz klar, tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen sind in unserem Land möglich. Mit enorm viel Beharrlichkeit haben sich die Vorkämpferinnen vom Frauenstimmrecht fast ein Jahrhundert dafür eingesetzt, die politische Stimme zu bekommen. Auf kantonaler Ebene haben Basel, Bieter, Männer schon 1968 Ja zum Frauenstimmrecht gesagt. Damit sind wir nach Basel-Stadt der zweite Deutschschweizer Kanton, der das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Und auf diese Pionierrolle, da sind wir in der Region heute noch stolz. Mit 39% Frauen im Landrat sind wir noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg. Seit der Einführung des Frauenstimmrechts ist der Frauenanteil im Basel-Bieter Landrat deutlich über dem Schweizer Durchschnitt. 1989 hat Basel-Land als erster deutsch-schweizer Kanton eine Fachstelle für Gleichstellung eingesetzt. Mit erfolgreichen Auswirkungen. Auch im Nationalrat ist die Vertretung der Basel-Bieter Frauen überdurchschnittlich hoch. Aktuell sind 5 Frauen und 2 Männer im Nationalrat. Trotz dieser Errungenschaften sind wir in der Gleichstellung aber noch nicht am Ziel. Es gibt noch sehr viel zu tun. Mit vereinten Kräften können wir mehr als die rechtliche Gleichstellung erreichen. Wir können sie in allen Lebensbereichen für alle Menschen realisieren. Keine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts oder Rollenklischees, dafür Rahmenbedingungen für echte Wahlfreiheit und Chancengleichheit. Dafür setzen wir uns ein, inspiriert und beeindruckt von den Frauen, die das Stimm- und Wahlrecht erkämpft haben. Sie würdigen wir im Rahmen dieses Jubiläums. Und wir feiern die Vorreiterinnen, die nach der Einführung des Frauenstimmrechts Politik prägt und Gleichstellung vorangebracht haben. Eigentlich haben wir auf den 7. Februar gemeinsam mit Basel-Stadt zu einem Anlass einladen. Leider aber müssen wir diesen Anlass wegen der Corona-Pandemie auf den Juni verschieben. Wir hoffen aber, dass wir dann mit allen engagierten Frauen und Männern den Tag würdigen können. Den Tag, der für unsere Demokratie so bedeutsam ist. Aber zuerst heisst es einmal Happy Birthday, Frauenstimmrecht!